Ja, nun wollen wir einsteigen in die Diskussionsrunde. Ich darf Ihnen die Teilnehmenden vorstellen und bitte Sie dann, hier nach vorne zu kommen. Einmal Manuel Dillinger, er leitet seit 2011 die strategischen Unternehmenskooperationen beim NABU, dem Bund für Umwelt und Naturschutz. Frau Sibylle Dunker leitet seit 2017 das Franz-Projekt der Umweltstiftung Michael Otto. Franz bedeutet für Ressourcen, Agrarwirtschaft und Naturschutz mit Zukunft. Antje Kölling, genau. Antje Kölling leitet seit 2014 die Politik- und Öffentlichkeitsarbeit bei Demeter, dem Verband für biodynamische Land- und Lebensmittelwirtschaft. Dr. Hans-Dietrich Reckhaus ist Geschäftsführer Gesellschaft des gleichnamigen Familienbetriebes. Sie haben ihn ja schon erlebt. Ina Reinders leitet seit 2012 die Stabsstelle Corporate Responsibility bei Blume 2000, dem größten Blumeneinzelhandelsfilialisten Deutschlands. Ja, ich begrüße Sie hier. Wir wollen die erste Frage diskutieren. Was können Kooperationen leisten? Und da möchte ich zunächst einmal fragen, was gibt es Kooperationen jenseits des Insektenschutzes? Darüber haben wir heute sehr viel gesprochen, darauf kommen wir auch noch mal gleich zurück. Aber ich wüsste ganz gerne von Frau Dunker, die mit sehr vielen Landwirten zusammenarbeitet, und zwar nicht nur zugunsten von Insekten, sondern auch von anderen Arten. Was tun Sie für die anderen Arten und wie funktioniert die Kooperation? Franz beschäftigt sich damit, auf 10 konventionellen Betrieben deutschlandweit Konzepte oder Maßnahmen zu entwickeln, die die Biodiversität fördern, gleichzeitig wirtschaftlich tragfähig sind und für die Landwirte praktikabel umzusetzen sind. Das ist die Idee und das Ziel des ganzen Projektes. Die Kooperation klingt schon an, denn das ist ein Projekt mit Landwirten, und zwar mit 10 Landwirten an der Zahl deutschlandweit. Wir haben aber auch den Naturschutz dabei. Besonders ist sicherlich auch eine Form der Kooperation, dass nämlich Naturschutz und Landwirtschaft zusammenarbeiten. Mit dem Michael-Otto-Institut im NABU haben wir sozusagen einen Vertreter auch der Naturschutzorganisation im Projekt. Und ich als Vertreterin der Umweltstiftung Michael Otto halte halt auch den Umweltgedanken hoch im Projekt. Und wir haben aber auf der anderen Seite in der Projektleitung gemeinsam mit uns als Stiftung auch den Deutschen Bauernverband, die Interessensvertretung der Landwirte hier in Deutschland, der konventionell arbeitenden Landwirte, sodass aus meiner Sicht Franz ein wunderbares Beispiel dafür ist. Es geht um eine Kooperation, wo gemeinsam und auf Augenhöhe Maßnahmen entwickelt werden, die sowohl der Biodiversität helfen, aber eben gleichzeitig auch von Landwirten akzeptiert werden. Und das Ziel ist es, das Ganze dann natürlich auch noch wirtschaftlich tragfähig zu machen, sprich Finanzierung langfristig, dafür muss gesorgt werden. Mhm. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Kommen wir jetzt zum Insektenschutz. Wir haben Insektrespekt, hat sich vorhin vorgestellt, was da gemacht wird. Gibt es jenseits dessen andere Firmen, die sich hier heute nicht präsentieren, die vielleicht gar nicht da sind, aber die doch Hervorragendes leisten für Biodiversität und Artenschutz? Herr Diener, vielleicht können Sie da mal ein Beispiel nennen. Kann ich gerne tun. Wir standen dazu ja noch im Austausch und ich mache gerne Werbung für ein Unternehmen, das wir alle kennen. Keine Werbung, bitte. Keine Werbung. Egal, also die meisten von uns trinken gerne ein Bierchen. Und es gab vor ein paar Jahren, ist so ein bisschen verhohnepiepelt worden, Saufen für den Regenwald. Das ist ein bisschen despektierlich, meiner Meinung nach. Es handelt sich um die Firma Krombacher, die seit 2015 immer wieder Artenschutzprojekte fördert. Das heißt, pro verkauften Kasten kommt eine Summe X zusammen. Am Ende des Tages sind die letzten Jahre immer rund 500.000 Euro zusammengekommen. Diese 500.000 Euro werden an unterschiedliche Natur- und Umweltschutzverbände ausgegeben. Wir waren erfreulicherweise auch das ein oder andere Mal dabei und konnten ganz konkret im vergangenen Jahr die Wiederansiedlung des Luchses im Pfälzer Wald dadurch finanzieren. Das ist ein Beispiel für ein Unternehmen, was jenseits des Insektenschutzes etwas für den Artenschutz tut. Mhm. Gut, und jetzt hätte ich gerne gewusst, Frau Reinders, von Ihnen vielleicht, was gibt es für andere Unternehmen, die jetzt beim Insektenschutz aktiv sind und die da eine gute Rolle spielen? Entschuldigung. Ich habe eine andere Sitzordnung mir vorgestellt. Ja. Also wenn ich nach Norddeutschland gucke, da wo wir auch sind, da ist zum Beispiel die Firma Schwartau auch, die da zum Thema Bienen auch Monitoring viel macht. Mhm.
und auch mit Professor Tautz da ein Projekt macht. Ich glaube, die Audi-Stiftung macht da, glaube ich, auch was. Auch der Flughafen Hamburg ist aktiv, macht Bienenmonitoring mit der Wildtierstiftung. Also es gibt immer wieder so lokale, kleine Kooperationen, aber sie sind halt ja nicht vernetzt miteinander. Sie sind nicht vernetzt miteinander und man sieht es auch jetzt nicht unbedingt an irgendeiner Plakette oder so, auf den Marmeladen oder wie auch immer. Also der Kunde. Das gab es tatsächlich schon. Also es gab, glaube ich, schon Marmeladen mit Saattütchen und wo auch Bienenhelfer oder irgendwas drauf stand. Also dass der Kunde auch darauf aufmerksam gemacht wird, dass ohne die Bestäubung dieses Produkt ja gar nicht möglich wäre. Mhm. Sie sagen, Sie sind nicht vernetzt und da ist es der Knackpunkt. Wie wichtig sind Kooperationen für den Insektenschutz und warum ist das so, wenn ich Sie da nochmal fragen dürfte? Also ich kann jetzt von der Landwirtschaftsseite sprechen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man Biodiversitätsförderung machen möchte, ob jetzt für Insekten oder für andere Tiere, auf landwirtschaftlichen Flächen machen möchte, dass man die Landwirte mit einbindet. Es ist aber aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig, dass die Naturschutzseite in diesem Themenfeld mitarbeitet. Und meiner Meinung nach kann so ein Projekt, wie wir es gerade mit Franz machen, dadurch funktionieren, dass man eben auf Augenhöhe Dinge entwickelt, miteinander redet und für alle Seiten versucht, die beste Lösung herauszuarbeiten. Und am Ende kommt dann ein Ergebnis raus, was von allen Seiten mitgetragen wird. Dadurch haben wir, und das ist das Ziel, wir arbeiten noch dran, aber nachhaltige Maßnahmen, denn sie werden von allen Seiten akzeptiert und deswegen werden sie auch vermutlich nachhaltig dann weitergetragen werden. Das ist jetzt der Bereich Landwirtschaft. Frau Köhling, kommen wir zu Ihnen. Sie sind auch in diesem Bereich tätig, aber arbeiten eben auch mit anderen Unternehmen, mit Herstellern und so weiter. Welche Arten von Kooperationen sind wichtig Ihrer Ansicht nach? Ja, Demeter, seit 1924 haben wir darüber nachgedacht, wir müssen stärker im Einklang mit der Natur arbeiten. Insekten sind da einfach ganz wichtig, die zersetzen den Dunghaufen und bestäuben unsere Blüten. Natürlich geht diese umweltfreundlichere, diese nachhaltige Landwirtschaft nur dann, wenn auch entsprechende Preise gezahlt werden. Also das heißt, unsere Aufgabe als Verbände ist auch darauf hinzuweisen, als Verbände für den ökologischen Landbau, dass die Produktion in der ökologischen Landwirtschaft, es wurde ja gerade schön auch dargestellt, dass ökologische Landwirtschaft auch zu höheren Insektenartenzahlen führt, dass die Preise auch stimmen müssen, damit die Landwirte das weiter durchführen können und dass auch die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Also auch in der Agrarpolitik muss einfach klar sein, dass diejenigen Landwirte, die mehr für den Artenschutz tun, auch entsprechend honoriert werden. Jetzt war das zwar eine Antwort, aber nicht die Antwort auf meine Frage. Was können Kooperationen zu dieser Herausforderung, die es ja gibt, der Mehraufwand muss bezahlt werden, was können Kooperationen dazu beitragen? Ja, Kooperationen können genau dazu beitragen, dass die entsprechenden Preise erzielt werden. Also, ich sage jetzt mal Lebensmittel-Einzelhändler, die sich besonders beispielsweise mit einem Demeter-Produkt, mit Demeter-Produkten profilieren möchten, die Kundinnen ansprechen damit, okay, da gibt es mehr Artenvielfalt, wir tun was fürs Klima mit diesen Produkten. Die sind dann auch in der Lage, entsprechend den Landwirten, die mehr für die Umwelt tun, die mehr für die Insekten tun, die Preise zu bieten, die sie brauchen. Okay, also zwischen Produzenten und dem Handel ist diese Kooperation sozusagen erforderlich. Wir kommen da auch gleich nochmal drauf zurück. Ich wüsste gerne von Ihnen, welche Bedeutung haben Multi-Stakeholder-Partnerschaften? Also Partnerschaften, wo ganz unterschiedliche Interessengruppen irgendwie an einen Tisch kommen. Wie relevant sind die? Also wir sehen das so ein bisschen mit dem Thema Unternehmen, Verein und dann wollen wir mit den Kunden und eigentlich auch noch mit den Produzenten dahinter und das ist ja so das Umfeld, was Sie wahrscheinlich ansprechen. Also wir haben den Vorteil dadurch natürlich, wir haben viel breiteres Fach-Know-how an einem Tisch. Also jeder kann seine Perspektive einbringen. Wir haben auch
andere finanzielle Mittel vielleicht, andere Fördermöglichkeiten dieser Projekte, als wenn nur ein Verein es alleine versucht oder als wenn ein Gärtner alleine sagt, ich mache irgendwie noch mit einer Brachfläche irgendwie eine Blühwiese, sondern dass wir das zusammen machen, hat eine breitere Akzeptanz und ich denke auch eine Dauerhaftigkeit. Also wir hatten gerade auch im Workshop das Thema, wie kriegen wir es eigentlich hin von Eintagsfliege zum Albatros. Also genau. Das, glaube ich, kann das ganz gut befördern, wenn man viele Perspektiven zusammenbringt. Dass man also nicht so Pilotprojekte macht, die dann da stehen und es passiert danach nichts mehr, sondern dass wirklich auch strategisch kooperiert und Dinge auch für den Artenschutz vorangetrieben werden. Damit sind wir bei einer ganz wichtigen Frage, die ich von Ihnen gerne beantwortet haben möchte. Frau Duncker, was sind für Sie die absolut zentralen Erfolgsfaktoren einer Kooperation? Was muss sein, damit das erfolgreich ist? Also erstmal, glaube ich, brauchen alle ein gemeinsames Ziel, sonst funktioniert es nicht. Und man muss ein gleiches Verständnis davon haben, was dieses Ziel auch sein kann. Dann braucht es aus meiner Sicht Spielregeln, in denen man sich bewegt. Ohne Spielregeln geht es nicht und die sollten auch eingehalten werden, auch sonst funktioniert es nicht. Man sollte mit Respekt miteinander umgehen und auf Augenhöhe miteinander diskutieren und arbeiten und Lösungen finden. Und aus meiner Sicht ist es auch wichtig, nach außen als eine Einheit aufzutreten. Also dass man eben auch gemeinsam die Initiative oder die Kooperation mit einheitlicher Stimme nach außen vertritt. Mhm. Herr Reckhaus, Sie sagten gestern, ohne Kooperation läuft gar nichts. Was haben Sie aus den Kooperationen, die Sie gemacht haben, gelernt? Was sind für Sie wichtige Erfolgsfaktoren? Also ich habe unendlich viel gelernt. Sehr viel. Für mich sind so viele neue Türen aufgegangen, nur durch das Gespräch mit anderen, Fakultäten. Und wenn Sie mich nach Erfolgsfaktoren fragen, ich kann Ihnen nur recht geben, also alles, was meine Vorrednerin gesagt hat, da steckt einfach alles drin, gleiche Ziele, mit Respekt begegnen, nach außen mit einer Stimme. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, keine großen Erwartungen. Also ich erlebe oft, wenn man in Kooperationen reingeht, der eine will viel und der andere will wenig. Also da muss man spricht da vielleicht auch über Ziele, aber Ziel ist das eine. Und dann diese Erwartungshaltung, ja, wir wollen das dann da erreichen. Und das ist schwierig für Kooperationen. Und, weil man dann auch Partner überfordert mit Erwartungen oder weil man selber enttäuscht wird und dann die Finger von Kooperationen lässt. Weil man Partner enttäuscht oder meint, die Sachen sind zu einfach. Also nicht, dass es am anderen Partner liegt, sondern manchmal liegt es einfach in der Situation, in der Natur, dass man das einfach nicht hinbekommen hat, was man wollte. Also dass man mit mehr Demut in diese natürlichen, in Anführungsstrichen, natürlichen Prozesse geht. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor. Mhm. Herr Dillinger, was sollte man unbedingt vermeiden? Also unbedingt vermeiden sollte man, glaube ich, ich sag mal so ein bisschen plakativ bunte Bildchen. Eine Werbekampagne zu starten, die im Prinzip inhaltsleer ist. Das heißt, das zahlt so ein bisschen, Frau Duncker, ein auf das, was Sie auch gerade gesagt haben. Wenn man ein Ziel hat, bedeutet es für mich auch, dass man eine Strategie hat, wie man da hinkommt zu diesem Ziel. Und diese Strategie, die muss auch nachvollziehbar, transparent, die muss auch entwickelt werden von den Partnern gemeinsam. Also wenn man sozusagen sich an einen Tisch setzt und sagt, das Thema Insektensterben ist für uns jetzt hier ein Thema, wir machen ein paar bunte Bildchen gemeinsam und machen mal eine Verkaufsaktion mit den Bierkästen beispielsweise, von mir gerade angeführt, aber dahinter verbirgt sich nichts, im Kerngeschäft des Unternehmens verändert sich nichts, dann wird das Ganze unglaubwürdig und geht direkt nach hinten los. Das ist unsere Erfahrung. Genau, also das heißt, da sind wir jetzt bei einem ganz wesentlichen Punkt, denke ich. Kooperationen bringen nur dann etwas, wenn sie auch wirklich kerngeschäftsbezogen sind, weil sonst einem das Umfeld das nicht abnimmt, dass es ernst gemeint ist und man dann auch seine Zielgruppen möglicherweise nicht erreicht. Was wäre Ihre Erfahrung aus Kooperationen? Wovon sollte man die Hände lassen? Was sollte man berücksichtigen? Ja, Glaubhaftigkeit ist, denke ich, auch eine Sache. Also man muss auch sicherstellen, dass man die Standards halten kann, die man verspricht. Natürlich auch eine Bereitschaft, sich immer weiterzuentwickeln. Also man muss vermeiden zu sagen, wir sind schon perfekt, weil das ist eigentlich meistens niemand. Und man muss auch vermeiden, Leute nicht mitzunehmen. Also um es positiv zu sagen, man muss alle Beteiligten mitnehmen.
Bei uns heißt das zum Beispiel, also wir haben jetzt neue Partnerschaften mit Lebensmitteleinzelhandelsketten, sage ich mal, ohne einzelne zu nennen. Wir schulen tatsächlich auch aus jedem Ladenstandort einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die danach einfach wissen, was ist eigentlich Demeter, wie sieht es eigentlich auf so einem Hof aus. Also es kann nicht einfach nur auf Geschäftsführerebene, sage ich mal, ein Deal gemacht werden, sondern es müssen auch tatsächlich die Menschen wissen, worum geht's und womit gehe ich hier um, mit welchen Produkten. Mhm. Jetzt haben wir so viel Input bekommen, was man, woran es liegen kann, dass es erfolgreich ist, was man beachten soll, was man nicht tun soll. Frau Reinlass, manche Kooperationen scheitern. Haben Sie eine Erfahrung, woran das liegen kann, dass das dann scheitert? Also jetzt persönlich habe ich noch nicht wirklich das ganz große Desaster erlebt, aber es gibt natürlich viele Dinge, die sich einfach im Sande verlaufen. Und das, da merkt man, glaube ich, dieses Scheitern dann erst über Zeit. Das ist nicht dieser Crash, dass man sagt, ach, wir haben uns jetzt zerstritten, wir gehen auseinander und wir wollen nicht mehr zusammenarbeiten, sondern es ist eher dieses, wenn es zum Beispiel nicht eben im Kerngeschäft ist und man versucht das alles irgendwie nebenher, aber eigentlich ist man doch gar nicht so richtig und der Kunde fragt es vielleicht ja auch gar nicht nach und wir machen das nur so als Add-on und eigentlich hat man noch viele andere Dinge, dass sich das dann eher im Sande verläuft, dass da keine Kapazitäten dahinter sind. Auch ein Scheitern. Und, es ist ein Scheitern auf Zeit, was vielleicht keiner so richtig erstmal wahrnimmt. Man merkt dann einfach, ja, man hat irgendwie so einen Piloten gemacht und dabei ist es dann auch geblieben. Also das kann schon passieren. Mhm. Wenn man dann vielleicht auch nicht die gleichen Ziele hatte, man hat das nicht gleich alles so abgesteckt. Ja. Jetzt mal eine ganz grundsätzliche Frage. Sind Kooperationen nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, solange keine tiefgreifenden politischen Veränderungen, Steuerreformen auf globaler oder zumindest nationaler Ebene stattfinden, die, wie heute tagsüber ja auch angedeutet wurden, eigentlich erforderlich sind, um wirklich etwas zu bewegen? Sie schauen mich an? Mhm. Okay. Also Jein. Also ich würde ein klares Jein dazu sagen, weil es auf der einen Seite so ist, wir brauchen politische Rahmenbedingungen, wir brauchen auch steuerliche Rahmenbedingungen und da muss sich auch einiges ändern. Aber wenn die sich tatsächlich ändern, dann würde die Politik das jetzt einfach verändern, ohne die Gesellschaft mitzunehmen. Dann hätten wir auch Unruhe in der Bevölkerung. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass wir auch bottom-up sozusagen aus der Bevölkerung durch Initiativen, durch Vereine, durch gemeinnützige Arbeit, durch Umweltorganisationen, auch Arbeitgeber, die auf ihre Belegschaft einwirken, dass man Wandel auch vorbereitet. Und ich glaube, man kann in zwei Richtungen wirken. Man kann die Gesellschaft damit vorbereiten und auf der anderen Seite die Politik aber auch anschubsen. Und darum, glaube ich, ist das genauso wichtig, auch wenn wir ohne die Rahmenbedingungen ja nicht am Ende arbeiten können. Ja, also wenn man sich jetzt mal anguckt, was die bayerische Bevölkerung jetzt sich vorgenommen hat, ja, es wäre doch ganz einfach zu sagen, wir warten jetzt erstmal ab, wir machen keine Kooperation, da kommt jetzt irgendeine Regulierung, großartig, für mehr Artenvielfalt und darauf verlassen wir uns und dann fangen wir vielleicht Kooperationsprojekte an. Wäre das nicht vielleicht einfacher? Jetzt hätte ich angeschaut, vielleicht wäre das einfacher. Also ich bin der festen Überzeugung, dass tatsächlich dieser Bottom-up-Prozess ganz, ganz wichtiger ist, ein Teil des Prozesses. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, wenn es keine politischen Rahmenbedingungen gibt, die den Prozess, wenn er irgendwo stecken bleibt, insbesondere, dann befördert. Also ich nehme immer gerne das Beispiel aus dem Lebensmitteleinzelhandel, da wird ja öfter von der freiwilligen Selbstverpflichtung gesprochen, ne? Also ich erinnere mich 2017, als die Plastiktüte ausgelistet wurde, hat das glücklicherweise so funktioniert. Das waren, ich nenne sie gerne Low-Hanging Fruits im Lebensmitteleinzelhandel. Die Plastiktüte, so ein bisschen das Hassobjekt, das erste, die Spitze des Eisberges, können wir schnell auslisten. Das hat ganz gut funktioniert, ne? Der nächste Schritt, um in dieser Systematik zu bleiben, wäre natürlich, dass weiteres Plastik aus dem Lebensmitteleinzelhandel verschwindet. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es ganz klar, dann kann man nicht mehr mit freiwilligen Selbstverpflichtungen arbeiten, sondern dann brauchen wir gesetzliche Rahmenbedingungen, Recyclingquoten etc. Geht ein bisschen in eine andere Richtung jetzt thematisch, aber ich denke mal, die Systematik ist die gleiche. Das Prinzip ist das gleiche. Also trotzdem, wie auch immer die Rahmenbedingungen sind, plädieren Sie für Kooperation, sich da zu engagieren. Wir sehen die Zahlen, das, was es an Kooperationen gibt, reicht bei Weitem noch nicht aus, um das Problem der rückgängigen Insektenmasse und Arten zu verringern. Was können Unternehmen konkret mehr tun gegen Insektensterben? Frau Kölling, was ist Ihre Ansicht?
Was können Unternehmen konkret mehr tun? Das kommt natürlich ein bisschen auf das Unternehmen an. Also in der Landwirtschaft ist die Liste der möglichen Maßnahmen relativ einfach. Biotope anlegen, Biotope schützen, auf Ökolandbau umstellen und keine Importfuttermittel mehr in großen Mengen verfüttern, denn das wirkt anderswo, zum Beispiel im tropischen Regenwald, negativ auf die Biodiversität. Genau, da sind wir nämlich jetzt bei einem anderen Thema, Lieferkette. Also nicht Lieferkette. Nur die Dachflächen, die zu begrünen sind, sondern Lieferkette. Genau, es geht auch um die Lieferkette und es geht auch um die nicht nur um die Dachflächen, sondern auch um die großen Flächen, zum Beispiel die landwirtschaftlichen Flächen. Genau, Lieferkette, in die Kantinen, in die Supermärkte mehr Ökoprodukte natürlich. Das kann man auch stärker bewerben. Was können Unternehmen im Lebensmittelsektor, mit dem ich mich nun mal auseinandersetze, noch mehr tun? Sehr stark darauf achten, eben auch woher die Ressourcen kommen, welche Flächen da bebaut wurden, welcher Wald dafür gerodet wurde oder nicht. Mhm. Also sehr wichtiges Thema, auch über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur in Deutschland zu schauen. Ja. Wie sehen Sie das mit Ihrer Initiative, die ja jetzt auf Deutschland erstmal fokussiert wird? Gibt es da Gedanken, noch stärker auch das Thema Lieferkette, Internationalisierung anzusprechen? Auf jeden Fall. Also in den letzten 60 Jahren haben wir nur im deutschsprachigen Raum gearbeitet, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Insekt Respekt soll aber eine internationale Bewegung sein, die wir in Europa, die wir in den USA, die wir in Asien sehen. Wir wissen heute noch nicht, wie wir das aufbauen wollen, aber wir haben diese Perspektive. Und das ist vielleicht etwas, was heute hier am Anfang rauskam, aber dann sich dann doch ein bisschen verloren hat. Wir haben sehr national geschaut, wir haben auf Blühstreifen geschaut, auf Insekteninitiativen, auf Bieneninitiativen. Aber wir müssen unbedingt international gucken. Und ein Stichwort sind Lieferketten. Und das Insektensterben ist ein internationales Thema und wir müssen uns klar machen, woher kommen unsere Produkte, unsere Rohstoffe, wie werden sie abgebaut, und es kann ja nicht sein, dass wir heute ganz viele Produkte haben, für die Tropenholzer oder Tropenwälder gerodet werden oder Rohstoffminen ausgenommen werden, und da ist auch ein Insektensterben mit Bedingungen. Also wir müssen ganz zwingend dahin gehen. Nicht nur im Blühstreifen zu gucken, sondern wirklich in der gesamten Wertschöpfungskette. Und dann ist auch die Frage, wir sprechen sehr viel über Landwirtschaft, aber inwieweit, Frau Reinders, was meinen Sie, können Unternehmen anderer Branchen eingebunden werden? Was könnte da passieren? Ja, also ich glaube, jedes Unternehmen, das sich die Ökosystemdienstleistung von Insekten mal ansieht, findet auch Überschneidungspunkte zum eigenen Wirtschaften. Also da wird sich keiner richtig rausreden können. Spätestens bei der Verpflegung der Mitarbeiter zum Beispiel ist es auch so. Und klar, Flächenverbrauch haben wir alle und CO2-Verbrauch haben wir auch. Also wir sind alle irgendwo in der Verantwortung drin. Und ich denke aber, dass die Dinge, die man dann tut, am besten nah am Kerngeschäft sind. Das ist für Wirtschaftsunternehmen schon gut, auch wegen der Glaubwürdigkeit. Und dann sieht man auch, dass sie sich ans Eingemachte begeben und nicht nur ein schönes Deckmäntelchen umhängen. Also. Bezug aufs Kerngeschäft, ja. Aber wäre es nicht sinnvoll, also wenn Sie haben mit Landwirtschaft oder mit Zierblumen und Ziergehölzen zu tun, Sie haben mit Landwirtschaft zu tun, da geht es auch so in diese Richtung. Also die anderen Branchen sind jetzt leider auf dem Panel nicht vertreten. Trotzdem wüsste ich gerne, wäre es da nicht sinnvoll, wenn Unternehmen sozusagen aus diesen Tätigkeitsfeldern Landwirtschaft auf andere Branchen zugehen und sagen, wir müssen hier kooperieren, denn ihr habt Lieferketten, die irgendwo das ganze Thema auch betreffen. Wäre das vielleicht ein Ansatz? Ich gebe die Frage jetzt mal so offen. Herr Dillinger, Sie nicken. Auf jeden Fall. Also ich glaube nichtsdestotrotz, also es muss schon kerngeschäftsnah sein. Also ich, was nützt es, wenn sich ein Mobilfunkunternehmen jetzt konkret mit dem Apfelanbau beschäftigen möchte? Ein Mobilfunkunternehmen muss sich mit anderen Natur- und Umweltschutzthemen auseinandersetzen, lebt davon, dass Handys verkauft werden, die Leute alle 2 Jahre ein neues Handy kaufen, Rohstoffe aus der Erde gerissen werden müssen. Das heißt, das sind Rohstoffthemen, mit denen sich so ein Unternehmen auseinandersetzen muss. Insofern finde ich jetzt nicht zwingend erforderlich und auch für, sagen wir mal, in der Kundenkommunikation eine große Herausforderung, wenn Unternehmen, die so gar nichts mit sagen wir mal Insektensterben unmittelbar im Kerngeschäft zu tun haben, wenn die sich da jetzt plötzlich engagieren, finde ich durchaus schwierig. Okay.
Ja, Kerngeschäft sicher. Mir ist noch ein sehr gutes Beispiel eingefallen. Meine Diplomarbeit habe ich in Rumänien gemacht. Unglaublich artenreiche Wiesen, Orchideen, wo man hintrat, gefühlt. Und aber sehr stark bedroht vom Wildsammeln von Heilpflanzen. Also die Menschen sind arm, sind durch die Wiesen gezogen, haben alles an Arnika gepflückt, was da so rumstand, sagen wir mal. Und da hat sich jetzt ein Kosmetikunternehmen wie Leda engagiert, bildet sozusagen die Wildsammler aus, damit sie entsprechend die Bestände nur so stark beernten, dass sie sich auch gut regenerieren, hat sich da engagiert, eine Trocknungsanlage aufzustellen, sodass die Menschen dort auch ein bisschen Mehrwert schöpfen aus dem, was sie sammeln. Und das sind einfach Projekte, da kann man direkt vor Ort etwas machen. Und ja, einfach den Artenschutz mitdenken, aber man muss eben auch die Menschen mitdenken. Also gerade im Bereich Landwirtschaft und gerade wenn man in Länder geht, wo ja, das Geld jetzt auch nicht so dicke liegt, sage ich mal, also die Menschen einfach aus Armut gegen die Biodiversität handeln, da muss man einfach sehr sensibel drangehen und die sozialen Komponenten mitbedenken. Mhm. Jetzt wüsste ich ganz gerne von Ihnen jeweils konkret für das, was Sie tun, so bestimmte Herausforderungen. Also ich fange einfach jetzt mal mit Ihnen an. Rosen in Kenia, Monokulturen. Wie kooperieren Sie mit Lieferanten, um dieses Problem Monokulturen, sprich wenig Insektenvielfalt, anzugehen? Also Monokultur muss nicht unbedingt heißen wenig Insektenvielfalt. Ich denke auch, dass wir auch zum Beispiel den Produzenten eine gewisse Spezialisierung auch zugestehen müssen, weil sonst haben wir auch nicht die Qualitäten, die wir uns vorstellen. Also wenn wir jetzt sagen, mach statt Rosen irgendwie 100 verschiedene Blumenarten, dann werden die wahrscheinlich auch so aussehen. Und dann hat er von jedem auch nur noch einen Eimer und dann kann er das eigentlich auch nicht verkaufen. Also ich glaube, die Monokultur kann man in dem Sinne nicht aufbrechen, was aber in Afrika schon sehr viel gemacht wird. Man kann teilweise sagen, auch mehr vielleicht als in Europa, dass sie mit sehr viel biologischen Maßnahmen schon arbeiten, dass sie über gewisse Zertifizierung, dass sie Wetlands und Ausgleichsflächen haben, dass sie dort Gemüse anbauen, dass sie über Pflanzen das Abwasser filtrieren, damit man damit auch wieder zum Beispiel Gemüsebeete bewässern kann. Wir haben das Imkerprojekt da, das ist jetzt nur der erste Pilot, davon soll es viel mehr geben, um eben diesen Umweltschutzgedanken auch indirekt nochmal zu fördern. Weil da, wo die Nöte sind, das haben wir gerade auch schon gehört, da, wo Nöte sind und Menschen sich eigentlich gar nicht ernähren können, da ist die Umwelt eher zweitrangig. Und ich glaube, man muss auch ihnen klar machen, dass das alles ganz viel miteinander zu tun hat und natürlich miteinander verwoben ist. Und wenn sie die eigenen Mehrwerte dann auch spüren, warum sie Umwelt schützen sollten, dann passiert das, glaube ich, auch eher. Mhm. Herr Rickers, was tun Sie, um mit Ihren Zulieferern, die Giftstoffe quasi liefern, gegen die Sie sind, was tun Sie, um die zu überzeugen, weniger zu produzieren und vielleicht auch ganz davon wegzukommen? Ja gut, also ich bin ja in so einen einsamen Weg eingeschlagen. Ich habe gar nicht mit meinen Vorlieferanten gesprochen. Ich habe aufgehört mit meinen Insektiziden. Ich investiere nicht mehr in Insektizide. Ich möchte mich da komplett von trennen. Ja, wir reden jetzt aber von Kooperation. Wäre das nicht Ich bin ja andere Kooperationen eingestiegen. Natürlich, wenn man bei seinem konventionellen Geschäft bleibt, muss man die Wertschöpfungskette einfach durchgehen. Alleine um für seinen Namen zu kämpfen, für sein Sortiment, für seine Differenzierung auch im Markt zu kämpfen, für die Attraktivität als Arbeitgeber, für ganz viele Dinge. Und da sind Nachhaltigkeit und Biodiversität ja auch die richtigen Zielgrößen von der Orientierung, an die man sich anlehnen sollte. Aber bei mir ist es einfach so, dass ich ja mein Geschäftsmodell gedreht habe und ich möchte nicht mehr mit den Insektizidlieferanten arbeiten und mit so den Wirkstofflieferanten. So geht's auch. Und es ist ein schwerer Weg. Und die Kooperationen, die ich eingegangen bin, sind eben ganz andere. Ja. Ich habe angefangen, mit Entomologen zu arbeiten. Klar, das haben Sie mit Landschaftsgärtnern, von Wissenschaftlern. Ja. Mhm. Und das war natürlich sehr, sehr befruchtend und da sind uns ganz, ganz viele neue Türen aufgegangen. Mhm. Frau Dunker, von Ihnen wüsste ich gerne, was nutzen regionale Kooperationen jetzt mit einzelnen Landwirten, wenn in weiten Teilen der Republik Vermeisung stattfindet? Was findet statt? Vermeisung, Maisanbau, Monokulturen, Vermeisung. Nein, es hat nichts mit der Meise zu tun. Genau. Also
Sie sprechen natürlich einen Punkt an, der bei Franz natürlich der Startpunkt ist. Wir sind mit 10 Betrieben gestartet und sind auch noch mit 10 Betrieben unterwegs. Aber auch auf diesen 10 Betrieben ist es so, dass die 10% ihrer Anbaufläche, das ist das Ziel, für biodiversitätsfördernden Maßnahmen sozusagen nutzen. Das heißt, man hat schon mal mehr, als man vorher hatte, nämlich 10% sind mit biodiversitätsfördernden Maßnahmen besetzt, 90% werden weiterhin konventionell bewirtschaftet. Was wir aber auch feststellen, ist, dass die Landwirte, wenn sie anfangen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, durchaus sich auch weiterentwickeln. Also es bleibt nicht dabei stehen, sondern es ist eine Entwicklung wahrzunehmen. Ich nehme ein Beispiel. Eine Brache war im ersten Jahr für die Landwirte wahnsinnig schwer zu akzeptieren als Maßnahme, weil das für die Landwirte eine Maßnahme ist, wo ja keine Feldfrucht rauskommt. Produktionsintegriert war eher gewünscht. Und einfach den Acker so liegen zu lassen, fällt schwer. Es hat unterschiedliche Gründe. Einmal das Selbstverständnis des Landwirtes, er ist dafür zuständig, Nahrung herzustellen und nicht einfach irgendwas brach liegen zu lassen. Das hat keinen Wert. Dann kommt der Nachbarlandwirt und sagt, was züchtest du denn da? Hast du da einen Unkrautacker angelegt oder was soll das? Die Erfahrung zeigt aber mit Rückkopplung, wenn man den Landwirten aufzeigen kann, was diese Brache bringt, dass nämlich mehr Vögel da sind, mehr Insekten gefunden werden, sich wirklich was verändert, wenn Jäger sind ja durchaus auch mit dabei, auch da ist natürlich ein Interesse an Wildtieren, die dann plötzlich wieder auftreten. Wenn also gezeigt werden kann, was das bewirkt, dann verändert das beim Landwirt was und es verändert sogar was beim Nachbarlandwirt, weil der Landwirt nämlich dem Nachbarlandwirt erzählen kann, was er alles für tolle Erfahrungen hat. Dann kommt ein Jahr später der Nachbarlandwirt und fragt, was hast du da gemacht, kann ich das auch machen? Ah ja. Also es ist sozusagen ein Samenkorn auch, was gesät wird und was aufgeht und Früchte trägt. Ja, gut. Wir haben vorhin noch ein anderes Thema angesprochen, das so in Richtung Greenwashing ging. Und Herr Dillinger, von Ihnen wüsste ich ganz gerne, bieten Sie mit Ihren zahlreichen Unternehmenskooperationen eben jenen Unternehmen nicht eine perfekte Plattform, von ihren vielleicht heiklen Geschäftsaktivitäten abzulenken? Ja, da sprechen Sie eine ganz, ganz entscheidende Sache an, denn was wir natürlich betreiben, also Unternehmenskooperationen als NABU-Bundesverband, das ist immer ein ganz feiner Grad. Also wir wandeln ständig zwischen sozusagen den zwei Welten. Wir sind eine Umweltschutz-NGO und wir sind käuflich. Und wir Unternehmenskooperationsleute, wir wandeln immer genau auf diesem feinen Grad. Unsere Aufgabe ist es sicherzustellen, dass wir eben wirklich nachvollziehbar Dinge bewegen, Unternehmen im Kerngeschäft verändern. Und wenn uns das nicht gelingt, dann müssen wir Kooperation auch beenden. Ist bisher fast noch nicht vorgekommen. Wir hatten vor ein paar Jahren mal mit einem großen Automobilkonzern ein bisschen Ärger. Aber in der Regel prüfen wir die Kooperation eingangs sehr intensiv. Also wir machen es nicht leicht. Unser NABU-Präsidium entscheidet, ob Kooperationen eingegangen werden oder nicht. Das heißt, die schätzen Chancen und Risiken, die gesamtglobal-galaktische Lage, Kooperation, NABU mit Unternehmen ein. Und das ist für uns die Maßgabe, können wir das tun? Können wir mit dem Unternehmen die Welt, ich sag mal, ein Stück besser machen, einzelne Themen voranbringen oder lassen wir lieber die Finger davon? Mhm. Und jetzt möchte ich diese Frage an Sie weitergeben. Demeter hat sehr lange gesagt, das sind wir und das sind die großen Handelsketten. Das ist jetzt anders. Sie kooperieren, um aus der Nische herauszukommen und Artenschutz in die Breite zu treiben, so habe ich das verstanden. Verraten Sie mit solchen Kompromissen nicht Ihr dunkelgrünes Anliegen? Unser dunkelgrünes Anliegen, das ziehen wir durch. Also klar, wir wollen mehr Bio, wir wollen mehr biodynamische Landwirtschaft, wir wollen wachsen, also wir wollen mehr Flächen so bearbeitet sehen, wie wir es für richtig halten und was einfach für die biologische Vielfalt gut ist. Und dann muss man auch den Schritt tun, im Handel breiter aufgestellt zu sein. Und damit das nicht zum Ausverkauf wird, haben wir zum einen, unsere Standards sind abgesichert, also wir haben Richtlinien, die werden von unseren Delegiertenversammlungen beschlossen. Delegierte sind zu 50% Landwirte und zu 50% setzt sich das zusammen aus Forschern, Handel, Herstellern und Verbrauchern. Also ich denke, da ist ziemlich klar, dass die Landwirtschaft immer die stärkste Stimme hat. Und auf der anderen Seite durch die Vertriebsgrundsätze
Wir sagen nicht einfach, ach, verkauft doch, was ihr wollt, sondern wir sagen, okay, wenn Demeter-Produkte in den gemischten Lebensmitteleinzelhandel kommen, dann müssen da auch bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden. Dazu gehört zum Beispiel das Schulen der Mitarbeiter, eine Premiumplatzierung. Und Informationen müssen vorgehalten werden dazu, was ist eigentlich Demeter. Weil wir wollen, dass diese Ausweitung auch dazu beiträgt, dass mehr Menschen Demeter-Produkte kaufen können, aber auch wissen, wozu ist es eigentlich gut und was hat eigentlich Landwirtschaft zum Beispiel mit biologischer Vielfalt zu tun? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe hier noch eine ganze Reihe Fragen auf meiner Liste, aber ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, den doch sehr spannenden Referenten auch Fragen zu stellen. Dazu bitte ich, dass Sie dann Ihren Namen sagen und an welchen Referenten Sie die Frage richten. Sie erhalten ein Mikrofon, damit das auch tontechnisch für die Filmaufnahmen alles gut rüberkommt. Wer möchte loslegen? Wer möchte eine erste Frage stellen? Wenn das noch nicht, hier vorne, gleich hier vorne und dann da hinten. Einmal hier vorne. Carla Schulte-Fischedick vom Labor für Kunst und nachhaltige Bildung. Ich verstehe mich als Vernetzerin. Ich weiß jetzt noch nicht, an wen sich die Frage richtet. Ich würde sie jetzt einfach mal offen stellen und wer sich dazu berufen fühlt, möge es beantworten. Ich hatte mal durch die Gelegenheit, Frau Klöckner die Frage zu stellen, welche Chancen sie in der Digitalisierung sieht, dass damit Lebensmittel ihren wahren Preis bekommen. Sie konnte da nicht richtig was zu sagen. Welche Chancen sehen Sie vielleicht auf diesem Wege oder anders? Und wie Sie schätzen überhaupt die Idee des wahren Preises an? Könnte uns das vorwärts bringen? Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Das hat jetzt mit Kooperation nur bedingt etwas zu tun. Inwieweit Digitalisierung vielleicht für Kooperation helfen kann? Und wahrer Preis? Möchten Sie dazu? Also zum Thema wahrer Preis, das ist jetzt meine persönliche Meinung, meine Meinung, nicht Blume 2000, keine Ahnung. Also der wahre Preis ist, glaube ich, ein wirklich fundamentales Thema in all unseren Nachhaltigkeitsbemühungen, die wir haben. Und ich glaube, der fehlt uns. Aber gerade in Deutschland sind wir solche Billigheimer, auch im also gerade bei Lebensmitteln im Vergleich zum internationalen Ausland, dass ich gerade hier, ich glaube, da brauchen wir einen extrem langen Atem und ich weiß nicht, ob wir das noch erleben. Also ich finde das ganz schwierig. Ich glaube, da muss es schon ein komplettes Desaster geben und man muss komplett das System neu aufbauen. Aber der wahre Preis von heute auf morgen zu sagen, was jetzt 2 Euro kostet, müsste eigentlich 250 kosten, um irgendwie die Schäden zu kompensieren, die da alle drin sind, darum geht es ja bei der Thematik, dann wird ja im Prinzip alles zusammenbrechen und keiner könnte sich noch irgendwas leisten. Müssen wir natürlich alle entsprechend mehr verdienen, ob das dann auch der wahre Preis ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dann nur eine Schraube nach oben. Mhm. Schwierig. Es gibt aber immerhin eine Firma, eine britische Research-Firma TrueCost, die die Schäden ermittelt, die Unternehmen quasi bezahlen müssten, wenn sie dafür gerade stehen müssten und wie viel Prozent ihres Umsatzes sie verlieren würden oder ihrer Gewinne. Das geht über 40% oder sowas, da geht es wirklich um Milliardenbeträge. Das ist ganz spannend, was diese Forscher in den letzten Jahren da herausfinden. Bitte schön. Genau, ich wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Kosubek, ich bin von Solutions by Nature. Und die Frage ist, wie gelingen Kooperationen für Insekten und Naturschutz? Wir haben eine Erfahrung gemacht, im Ausland mehrere Projekte gemacht, wo wir eben Kooperationen von Insekten-Naturschutz umgesetzt haben, erfolgreich. Und das hat nur deswegen funktioniert, weil wir nicht als Vertreter einer bestimmten Interessengruppe gekommen sind, sondern wir haben gesagt, wir vertreten die Interessen beider Gruppen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Landwirtschaft nehmen und den Naturschutz, die Landwirtschaft möchte ihre agrarische Produktion haben. Das heißt, wir haben uns auf die agrarische Produktion konzentriert, dass die Landwirte einen Mehrwert bekommen. Das heißt, wenn die Landwirte etwas für den Naturschutz tun, dann ist es nicht so, dass der Landwirt etwas für den Naturschutz tut, sondern muss man umdenken und sich fragen,
was hat er davon? Nicht nur reine Ausgleichszahlungen, sondern was bekommt er direkt als Mehrwert von dem Naturschutz? Also die, nicht der Landwirt arbeitet für die Natur, sondern die Natur arbeitet für den Landwirt. Das ist ein ganz einfaches Umdenken. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen aus der Lebensmittelbranche interessiert sind, solche Projekte auch zu fördern, weil man gesehen hat, dass dadurch die Landwirte 90% ihrer Pestizide reduzieren konnten. Und meine Frage ist hier, wie können Wissenschaftler, Biologen, Landwirte Unternehmen erreichen, die genau solche Projekte auch gerne mitfördern würden? Mhm. Fühlt sich jemand berufen, darauf zu antworten? Also da finde ich, ist wieder eine Kooperation sehr angesagt. Ich glaube, dass die einzelnen Landwirte wenig Kraft, Kreativität, vielleicht auch Kontaktpotenzial haben. Aber wenn man da eine Kooperation mit einer NGO eingeht, die NGO hat die Kontakte zum Handel, die ist viel flexibler, sage ich mal, beweglicher, dann wäre das wieder ein Erfolgsfaktor für eine Kooperation. Also meine Antwort wäre, es geht nicht darum, wie kommt der Landwirt an den Handel, sondern dass der Landwirt guckt, wen könnte ich im Netzwerk ansprechen, wer ist da? Und ich würde NGOs für so eine Sache sehr geeignet finden. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Hier vorne, also. Oder auch Landschaftskammern und andere. Aber eben, dass nicht der einzelne Landwirt versucht, jetzt an Handel ranzugehen, sondern eben an in Verbänden. Ja, Corinna Hölzer, Stiftung für Mensch und Umwelt, Deutschland summt. Ich habe eine kleine Anmerkung und eine Frage an den NABU-Mann. Sie haben ja eben gesagt, es wäre sehr kritisch, wenn Unternehmen, deren Kernaufgabe gar nichts mit Insektenschutz zu tun hat, sich jetzt auf einmal bemühen, Insekten zu schützen und das auch sozusagen mit der Fahne nach oben halten. Ich bin da auch immer so hin und her gerissen. Auch wir bekommen natürlich Anfragen von unterschiedlichen Firmen, wo man immer abwägen muss. Aber meine Erfahrung ist durchaus, dass viele ja so fernab sind von sozusagen den Basics, dass es gut ist und dass es auch den Mitarbeitern und der Leitungsebene oft gut tut, sozusagen vor ihrer Haustür erstmal was zu tun als Step-in. Und dass man dann, so machen wir das jedenfalls, dann natürlich auch sich sozusagen, wenn man eine vertrauensvolle Kooperationsbasis gefunden hat, dass man dann weitergeht. Das ist jetzt so das Statement. Und die Frage ist, Sie haben ja gesagt, Sie machen das nur, prüfen das vorher ganz doll und gehen nur mit denen Kooperationen ein, wo sie auch glauben oder wollen und pushen, dass das Kerngeschäft wirklich verändert wird in Richtung Nachhaltigkeit. Wie lange stielen Sie denn die Kooperationen ein? Also ich würde mal denken, 10 Jahre müssen es ja wohl sein, weil wir machen zum Beispiel meistens 3 Jahre und dann wird das verlängert oder so, aber in 3 Jahren können die sich nicht, auch wenn die das versuchen und uns auch immer sagen, Step by Step, wir werden das machen, nach 3 Jahren müssen wir dann bei den meisten aufhören, weil die nach 3 Jahren nicht wirklich komplett ihre Produktionsanlagen zum Beispiel umgestellt haben. Da bin also ich kooperieren gespannt. Sie länger als 3 Jahre? Oh ja. Also wir fangen bei 3 Jahren an. Also die Mindestvertragslaufzeit sind tatsächlich 3 Jahre. Darunter ist nichts zu machen. Darunter ist es eben genau das, was ich auch heute schon gesagt habe. Das ist Augenwischerei. Man kann nicht in kurzen Zeiträumen schnelle Erfolge erzielen bei Dingen, die Jahre, Jahrzehnte benötigen, damit sie sich wieder einrenken. Also sowas käme bei uns nicht in Frage. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis nochmal auf Ihren Hinweis. Naja, eigentlich kann ja jedes Unternehmen sich mit dem drängenden Thema Insektenschutz befassen, weil auch wenn sie mit dem Kerngeschäft vielleicht nicht unbedingt unmittelbar damit verbunden sind, wie der Lebensmitteleinzelhandel, na klar, kann er das machen, selbstverständlich. Das unterstützen wir dann auch. Also wir machen tatsächlich auch Standortberatung bei Unternehmen, die eben zu uns kommen und sagen, wir sind eigentlich ein Abfallentsorger, möchten uns aber gerne mit dem Thema befassen. Wir haben unglaublich viele Firmenstandorte bundesweit und können wir dann nicht mal irgendwie ein paar Nistkästen gemeinsam aufhängen. Also so niederschwellig fangen wir an dieser Stelle tatsächlich an. Genau mit dem Ansinn, dass wir sagen, na egal, also jeder Schritt
in die Richtung, auch bei diesem Thema, was vielleicht mal nicht kerngeschäftsnah ist, machen wir. Aber ganz wichtig, wir hängen das nicht an die große Glocke. Also wenn dann das Unternehmen kommt, das eigentlich Abfallentsorger ist und 3 Nistkästen aufgehängt hat und dann sagt, wir machen jetzt auf Insektenschutz, dann machen wir nicht mit. Ne? Also wir sagen, wir helfen euch gerne bei Kleinigkeiten, die außerhalb eures Kerngeschäftes sind, aber wir reden darüber nicht öffentlich. Okay, die nächste Frage Sie bitte. Pascal Bunk, Geologe bei der Firma Knauf Gips, und ich hätte eine Frage an Herrn Reckhaus zum Thema Kooperation in der Lieferkette. Sie haben in Ihrem Vortrag gezeigt, dass Sie jetzt so Insektenlebenfallen entwickeln, und da die Frage, die bestehen ja aus Plastik, also in irgendeiner Form Erdöl mal irgendwann aus dem Boden rausgeholt, da war glaube ich auch so ein Metallgitter dran, das heißt, da wird auch irgendwo Metall in einem Steinbruch abgebaut. Gibt es da Gespräche, dass man da guckt, dass das vielleicht Recyclingplastik ist oder dass die Metallgewinnung da nachhaltig erfolgt? Insofern hätte ich doch was über Lieferketten sagen können. Also unser Fliegenretter, den es ja schon gibt, der hat kein Metall. Und uns war klar, das ist ja ein Produkt für naturorientierte Menschen, für Menschen, die wirklich etwas verändern wollen. Und dann können wir natürlich dann nicht normalen Plastik nehmen, den wir vielleicht auch noch aus China kaufen, sondern wir haben uns da tatsächlich mit beschäftigt, hat lange gedauert, und dann sind wir auf einen Hersteller gekommen, der uns Flüssigholz gießen kann. Also aus Holz macht er eine, ich sag mal, Paste, die ähnlich ist wie Plastik. Sie spüren das kaum, aber es ist Flüssigholz. Und dann haben wir so ein Gasenetz, das ist auch aus das habe ich jetzt nicht im Kopf, aus einer ökologischen Baumwolle gesponnen. Also wir versuchen da wirklich mit den Vorlieferanten Lösungen zu schaffen. Und wir wissen, wenn wir das nicht hinbekommen, dann brauchen wir gar nicht mit dem Produkt auf den Markt zu gehen. Und das ist eben eine neue Herausforderung. Es ist also weniger das Design, was man vielleicht vorher sich gedacht hat, oder auch der Preis, sondern unsere Herausforderung ist bei solchem Produkt tatsächlich die Lieferketten und da die Kooperation, dass auch Lieferanten mitdenken und neue Dinge entwickeln mit uns. Mhm. Die nächste Frage ist hier vorne, bitte. Vielleicht doch noch ein Wort dazu, denn wir haben über Landwirtschaft gesprochen und Öko-Landwirtschaft und Bio-Lebensmittel, die werden so viel teurer und es ist eben schwierig, die umzusetzen. Und unser Fliegenretter, den Sie jetzt angesprochen haben, den ich gezeigt habe, der ärgert mich schon seit 2 Jahren, denn er ist seit 3 Jahren fertig. Und ich habe den großen Kunden gezeigt. Aber er ist eben relativ teuer. Er wird in Deutschland hergestellt mit ganz tollen Materialien und ich kriege ihn nicht verkauft. Ist eben auch ist es ein Ökoprodukt? Das ist wie Bio-Lebensmittel, das ist zu teuer und man ärgert sich. Und da müssen wir wirklich gemeinsam daran arbeiten, an der Gesellschaft, an den Konsumenten, aber auch ganz stark am Handel, dass der Handel mutig ist und sagt, ich mache das einfach mal, ich biete es an, ich springe über meinen Schatten und mache ein ganz anderes Preisniveau. Aber das braucht eben ganz viel Überzeugungsarbeit. Bitteschön. Annabel Mainz von Art at Work. Ich habe ein bisschen eine zweigeteilte Frage an Herrn Dr. Reckhaus. Und zwar, Sie haben geschildert, dass Sie Kunstliebhaber sind und ja auch diese wunderbare Geschichte, wie das alles angefangen hat mit Erika zum Beispiel. Wenn wir jetzt an Kunstliebhaber denken aus dem Unternehmertum, dann sammeln die eigentlich eher. Ja, dann gehen die nicht in Richtung Aktionskunst. Deswegen die Frage, was hat Sie bewogen, in diese Richtung zu gehen? Und der zweite Teil der Frage wäre, wie sehen Sie die Chancen für weitere Kooperationen von Kunst mit Wirtschaft, mit allen möglichen anderen Initiativen, um tatsächlich ja wirklich einen Paradigmenwechsel, einen Systemwechsel, um das wirklich voranzutreiben? Weil das sind ja alles sehr, sehr löbliche Dinge, die hier passieren, aber es ist ja lange nicht genug. Erste Antwort, ich beschäftige mich gar nicht mit Aktionskunst oder Konzeptkunst. Ich bin einfach auf diese beiden Künstler gestoßen und habe gesehen, wie die mit ganz wenigen Mitteln Kunst im öffentlichen Raum betreiben, über die dann alle Medien berichten, national und international. Das hat mich einfach begeistert. Also rein als Ökonom, dafür muss ich gar nicht kunstinteressiert sein. Die haben zum Beispiel aus einer Zivilschutzanlage, also aus einem unterirdischen Bunker in der Schweiz, haben sie das erste Null-Stern-Hotel der Welt gebaut. Also sie haben sich das wirklich mit ganz wenig Mitteln, haben sie alte Betten da reingestellt und haben gesagt, Null-Stern-Hotel, the only star is you. Also weg als Gegenbewegung gegen diese 3-, 4-, 5- und Sterne-Hotellerie. Die haben das eröffnet und alle Medien kamen. Und da habe ich einfach als Kaufmann gesagt, ja, das ist ja genial. Ich brauche solch ein Null-Stern-Hotel für meine Fliegenfalle. Und das war so der Ansatz. Deswegen diese Aktionskunst. Nur deswegen. Und das Zweite ist,
Ich finde den Dialog Kunst-Wirtschaft, aber auch Chemie und Entomologen, Industrie, NGO, Wissenschaft mit der Politik, Wissenschaft mit der Wirtschaft, zentral wichtig. Wenn man sich überlegt, wie wenig in Anführungsstrichen, also wir haben viel geschafft in den letzten 20 Jahren, aber man kann es auch genauso andersrum sehen. Und ich finde es einfach schade. Vor 20 Jahren war der Ökolandbau bei 2,8%, heute ist er bei 8%. Das geht einfach alles zu langsam. Und wir haben das Wissen, wir kommen aber nicht richtig voran, weil uns viele Türen noch verschlossen sind im Denken und im Handeln. Und wenn wir realisieren, dass wir selbst irgendwie nicht so richtig weiterkommen, ja, dann müssen wir mit anderen Fakultäten reden. Und dieser Dialog ist ganz wichtig. Und die Kunst öffnet nun ganz andere Türen, weil gute Künstler sich normalerweise, ich sag mal, auch so einen Abstand zu unserem alltäglichen Hamsterrad, zu unserem konventionellen Sachzwängen, sich bewahrt haben und uns von außen betrachten und ganz schnell sehen, sag mal, wo machst du das eigentlich? Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht? Kunst als Spiegel. Und dieser Fliegenretter, den ich heute professionell bearbeite, immer noch erfolglos bin mit diesem Produkt, weil es so teuer ist. Aber solch ein Produkt haben mir die Künstler vor 6 Jahren im Atelier hingelegt. Das hatten sie sich selbst gebaut. Und dann haben sie gesagt, das ist die Antwort auf eine Fliegenfalle. Vergessen Sie Ihre Fliegenfalle. Leben fangen. Ne? Nie drüber nachgedacht. Unglaublich, aber es ist so. Ja. Wer möchte noch eine Frage stellen, sich hier noch mitdiskutieren und einbringen? Ich hätte noch eine Frage, die von dem nationalen Horizont nochmal ins Internationale geht. Es gibt international eine ganze Reihe runder Tische, Kooperationen, Roundtable for Sustainable Palm Oil und Kakao und Soja und Rind und Biobaumwolle und so weiter und so weiter. Runde Tische, die teilweise begrüßt und teilweise eben auch als sehr kritisch gesehen werden. Und ich wüsste ganz gerne von Ihnen, weil Sie auch international sozusagen unterwegs sind, ist die Mitwirkung an solchen internationalen Kooperationen für Artenschutz, aber eben auch insbesondere für Insektenschutz, kann das auch ein Weg sein? Sollte man sich einbringen oder sollte man lieber sagen, nee, ich mache meine eigenen Kooperationen für mein eigenes Kerngeschäft? Also ich glaube, man sollte beides tun, weil alles das, was vor der Haustür ist, dann nehme ich die Leute viel mehr mit und habe ich viel mehr Motivation. Und wir haben heute auch schon gehört vom Eisbär, der weit weg ist, und Hummeln habe ich im Garten, also kann ich die auch retten. Dennoch machen die Insekten ja nicht Halt vor Grenzen und es ist ein internationales Problem. Von daher sind Kooperationen auf internationaler Ebene gut. Wir selber machen das jetzt im Prinzip nur innerhalb der Lieferkette und innerhalb des Vereins, wo wir aber auch nur innereuropäisch im Moment sind. Aber immerhin europäisch. Immerhin. Ja, also das heißt, Staat. Das ist ein Staat. Sprechen Sie noch andere Sprachen, sodass Sie sich da kommunizieren können? Also braucht es da Dolmetscher? Englisch geht natürlich gut und Niederländisch und Dänisch auch gut im Verstehen. Und Norwegisch kriegt man dann zumindest noch so halbwegs verstanden. Also für die Mitglieder dann. Ja, okay. Ich glaube, für internationale Aktivitäten sind die KMUs, wenn wir jetzt mal über KMUs reden, einfach zu klein. Aber da sind Verbände gefordert. Wir haben alle Branchenverbände, die in der Regel auch einen Überverband haben. Also es gibt zum Beispiel einen europäischen Verband der chemischen Industrie. Ist jetzt gerade die falsche Branche. Aber es gibt überall Dachverbände. Und die können die internationalen Spieler zusammenbringen. Und ich wundere mich, dass in den Verbänden Artenschutz, Biodiversität kaum eine Rolle spielt. Also das ist noch gar nicht so richtig erkannt. Also man spricht da über Digitalisierung und über Rohstoffketten schon, aber nicht über Biodiversität und über Insektenschutz erst recht nicht. Also da würde ich ganz kurz mal die Blume 2000-Perspektive einnehmen. Also wir sind in überhaupt gar keinem Verband irgendwie drin. Wir sind immer allein auf der weiten Wiese sozusagen gewesen, im wahrsten Sinne. Und haben auch den Eindruck, dass gerade in diesem Zierpflanzenbereich fast gar nichts passiert. Als ich mit dem Thema Nachhaltigkeit da angefangen habe, es gab niemanden in der Branche, in anderen Wettbewerbsunternehmen, der sich irgendwie mit dem Thema befasst hat. Und wir haben gesagt, wenn wir darauf jetzt noch warten, und das fühlt sich auch alles so bürokratisch an, das machen wir nicht. Sondern dann machen wir jetzt lieber unser eigenes Ding, anstatt irgendwie mit irgendwelchen Gremien, die wir sowieso vielleicht nicht kennen. Wir legen einfach schon mal los. Gut. Finde ich sehr gut, ist ja auch. Aber andere Branchen sind vielleicht anders organisiert. Aber bei uns traurig, ist es, dass bei Verbänden, auch bei Industrie- und Handelskammern zum Beispiel, unsere Themen überhaupt gar keine Rolle spielen.
Ja, jetzt eine Abschlussfrage, bevor ich da noch ein paar Informationen gebe und Sie dann entlasse. Wie kommen wir zu mehr Kooperationen für Insektenschutz? Sie haben gerade eine Cox genannt. Ich möchte gern von jedem von Ihnen wissen, was Sie hier rausnehmen und was Sie noch zusätzlich tun müssen. Ein Satz. Also das, was der Tag der Insekten liefert, ist meines Erachtens der Transparenz, was, wo, wie passiert. Und ich glaube, das müssen wir viel deutlicher für alle verfügbar haben, dass man sieht, wer ist schon unterwegs und mit wem kann ich mich zusammentun. Mhm. Auch international vernetzt mit den anderen Ökolandbauorganisationen noch mehr dafür zu sorgen, dass dieses Thema Insektenschutz auch kommuniziert wird durch die ganze Wertschöpfungskette auch an die Verbraucher. Was tut Ökolandbau für Insekten? Ich glaube, das haben wir auch zu wenig getan. Sie haben Mikro. Achso, Entschuldigung, ja. Also ich finde es toll, dass immer mehr Menschen sich für Biodiversität und für die Insekten interessieren. Und es liegt nur an uns, auch diese Chancen wahrzunehmen. Und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen jetzt handeln. Und schon in unserer näheren Umgebung, ich meine alleine hier im Raum, sind ganz viele, die für Biodiversität, die für Insekten etwas tun wollen. Wir müssen einfach nur miteinander kommunizieren und gemeinsam gestalten wollen. Und Sie kommunizieren demnächst ganz viel weiter. Das war Ihr einer Satz, ne? Bitte schön. Ja, mehr Kooperation. Ich glaube, wichtig ist, und das klang hier schon an, ist das Thema Netzwerken, das Thema miteinander reden und auch zu zeigen, dass Dinge gehen können und damit eine Überzeugung zu leisten für Menschen, die sich eben noch nicht engagieren oder zusammentun. Und ich würde gerne einen zweiten Punkt loswerden, wenn ich darf, zweiter Satz. Für mich ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, die Bereitschaft, sich auf Gegensätze einzulassen. Ich merke das in dem Themenfeld, in dem ich arbeite. Landwirtschaft und Naturschutz sind sehr verhärtet, es ist teilweise sehr emotional und ich glaube, so ein bisschen aufeinander zugehen und sich aufeinander einlassen, ist die Grundvoraussetzung für Kooperation. Mhm. Herr Dinger. So, hätten Sie den zweiten Punkt sich erspart, dann hätte ich meine Pointe jetzt noch so ein bisschen gehabt, denn also gar kein Problem. Denn ich finde auch, das ist ganz wichtig, Schranken zu überwinden, Hürden, eigene Hürden auch abzubauen mit allen Verursachern, die an dem Problem in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind, zu sprechen, auch mit Leuten, mit Unternehmungen, wo man vielleicht als NGO sagt, mit denen setzen wir uns nie an einen Tisch. Und ich hoffe, dass wir uns das als NABU immer so erhalten werden. Wir sprechen erstmal, das sagen wir auch, sagt unser Präsident, das sagen wir alle, wir sprechen mit jedem und jeder ist irgendwie in der Lage, zu einem Problem eine Lösung beizutragen. Also die Bereitschaft auch zu lernen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit sind wir zum Ende angekommen von dieser Diskussionsrunde. Bevor ich gleich noch zwei, drei Dinge sage, möchte ich aber ganz herzlich erstmal den Referentinnen und Referenten danken. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und uns Rede und Antwort gestanden haben. Herr Blumenstrauß.